Leute, herzlich willkommen bei Krigus Outdoor. Ja, heute mal ein kleines Video aus der Vielleicht-Serie Kleine Helfer, die das Leben einfacher machen. Es gibt viele kleine Dinge, die man eigentlich, man hat sie immer dabei, aber man schenkt ihnen eigentlich keine Beachtung. Ja, ich sage jetzt mal, das kleine Teil, das ich euch hier heute zeigen möchte, ist wirklich nur so groß. Aber wenn man es nicht braucht, ist es dabei, braucht nicht viel Platz, es kann in der Jacke, im Rucksack deponiert werden. Aber wenn man dann etwas bräuchte wie das, ist es Gold wert. Es gibt ja verschiedene Situationen, man hat schmutzige Finger oder man möchte sich das Gesicht waschen oder man müsste ein kleines Geschäft im Wald machen, denn es einfach sein muss. Und dann gibt es natürlich, ja, was mache ich jetzt? Nasstücher, ich bin nicht so der Freund von Tempo-Nasstücher oder auch so. Was mache ich dann? Oh Scheibe, ich muss mir irgendwie ein schönes Blatt suchen. Für das gibt es diese Teils hier. Das sind jetzt aus einem, wie sagt man, Outdoor-Shop habe ich die gekauft. Ich habe sie aber auch schon in größeren Mengen bei China gesehen. Und wenn ihr wissen wollt, was das ist, dann zeige ich euch es und ihr müsst einfach noch schnell einen Moment das Video weiterschauen. Und zwar sind das hier so kleine, komprimierte Pellets. Die sind steinhart. Es ist jetzt hier noch jedes separat eingepackt. Das finde ich jetzt ein wenig, ja, muss nicht unbedingt sein, aber hat auch den Vorteil, es ist trocken. Es sollte ihm nicht passieren. Denn wenn man dies öffnet, kommt da so eine kleine runde Scheibe zum Vorschein. Ich habe das Gefühl, die meisten werden es schon wissen, was es ist. Es ist ein feuchtes Tuch. Ja, ihr habt richtig gehört, es ist ein feuchtes Tuch. Jetzt noch nicht, aber gleich wird es feucht werden. Und um dieses Tuch, das manchmal Gold wert sein kann, braucht es nur ein wenig Wasser. Es würde eine Pfütze reichen. Aber ich habe heute leider zum Zeigen keine Pfütze hier. Es ist zwar alles nass oder feucht, aber eine Pfütze habe ich nicht. Darum nehme ich mir ein wenig Wasser aus der Flasche. Und zwar gieße ich dies in den Deckel. Ich werde mir jetzt hier den Deckel noch von der Flasche lösen. Das ist ja bei meiner Lieblingsflasche der Vorteil. Ich kann den Deckel lösen, damit die Flasche aufs Feuer kann. Dann gieße ich ein wenig Wasser hier in den Deckel. Und dann kommt das Pellet rein. Das saugt sich jetzt auf. Ihr seht, es kommt rauf, rauf, rauf. Dann meistens lege ich es noch auf die Seite, stelle es noch auf die andere Seite und siehe da, das Ganze ist jetzt schön aufgequollen und es ist jetzt ein wirklich anständiger kleiner Lappen. Ja, und dieser Lappen hat doch eine nicht allzu kleine Größe. Es ist so ein gewobenes, komisches, durchsichtiges, fast durchsichtiges Gewebe. Aber es ist wirklich klasse, um sich das Gesicht zu waschen. Vielleicht ist mit kaltem Wasser bei 5 Grad ist das nicht so angenehm. Aber zum Beispiel, um den Kaffeebecher auszureiben, kein Problem. Auch innen ist wirklich, muss ich sagen, etwas Kleines, ich hätte fast gesagt Geiles, aber das ist es ja nicht, etwas Kleines, kleiner Helfer, der natürlich sehr, sehr nützlich sein könnte in gewissen Situationen. Auch das, wenn er dann benutzt ist, kann man ihn wieder zusammenknollen, man nimmt ihn in den Sack, aber ich würde ihn zuerst noch ein wenig trocknen lassen, denn das Gute ist ja jetzt, er ist feucht und kann natürlich für Diverses gebraucht werden.
Gut, das wäre eigentlich alles gewesen. Ich wollte euch das kleine Teil mal zeigen. Und ja, die werdet ihr auf jeden Fall im Fachgeschäft finden. Von dieser Firma sind es jetzt so, ich weiß gar nicht, wie viel das da drin sind. Ah, 10 Stück. Kosten, ja, ich weiß nicht genau, ich habe die schon länger. Kosten ein wenig, aber ist wirklich eine kleine praktische Sache. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen. Ein andermal. Tschüss zusammen.